verschickt. Das ist so, ja. Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Skytrax. Skytrax hat die Ergebnisse bekannt gegeben 2021, welches die größte Fluggesellschaft ist, beste Lounge, beste Business Class, ach weiß der Geier, was die alles gemacht haben. Und wie immer mit Vorsicht zu genießen. Aber da sagen wir wann weiter mehr, Mario, nach dem Intro. Willkommen zum Frequent Traveler TV, den gepflegten Vielflieger-Talk, so wie der Hoffmeister das immer meint. Und der Corsten das wunderbar wiedergegeben hat. Das ist richtig. Und da wir gepflegt sind, solltet ihr gepflegt dem Abonnierbefehl nachgehen. Heißt also ganz einfach, unseren Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und dann ganz, ganz wichtig, unten kommentieren und diesen Beitrag liken. Heute haben wir ein Thema Skytrax, deshalb gehen wir da auch jetzt ohne Geschwafel rein, weil Skytrax ist ja Geschwafel genug. Warum? Skytrax ist mit Vorsicht zu genießen. Ja. Weil das ist ein bezahlter Titel. Das heißt also, du zahlst und dann kriegst du das einfach, wie viele Dinge, und deshalb mit Vorsicht zu genießen. Aber Skytrax sagt ja immer selber, und da zitiere ich jetzt einfach mal von der Seite, und da gehe ich auch auf die Seite mal selber drauf, nur damit ihr das wisst. Die Awards von 2021 basieren auf den sehr extended, also den erweiterten Kundenfragebogen von September 2019 bis Juli 2021. Jawohl, das heißt also, sie haben fast mehr als 2 Jahre da dran gebastelt innerhalb der globalen Pandemie, hatten ja auch zwischendurch so ein lustiges Ranking gemacht, welche Airline halt die Covid-Maßnahmen am besten umsetzt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sind da, und da sollten wir einfach mal direkt einsteigen. Mario, magst du den Leuten da mal einen Überblick geben, nachdem ich mich ja schon fast echauffiert habe? Ja, das Echauffieren ist ja auch nicht ganz verkehrt. Wir erinnern uns ja auch, dass Skytrax eine große deutsche Fluggesellschaft zu einer Five-Star-Airlines gemacht hat. Und auch das gab ja heiße und lange Diskussionen, wenn ich mich erinnere. Ja, am besten, man fängt ja, wenn wir die 10 Besten nehmen, auf Platz 10 an. Und auf Platz 10 sind unsere westlichen Nachbarn aus Frankreich, nämlich der Platz 10 ist die Air France. Die Air France auf Platz 10. Was hältst du von diesem Platz 10 für die Air France? Ist der gerechtfertigt aufgrund der durchaus doch sehr guten First Class und auch einer durchaus akzeptablen Business Class? Was hältst du von Air France, Lars? Also der Eierfranke ist in meinen Augen ein Problemfeld. Ganz einfach deshalb, sobald Airbus und Air France zusammenkommen, gibt es immer Probleme. Ja. Ich kann das jetzt ehrlicherweise nicht nachvollziehen, vor allem, weil sie von Platz 23 hochgeschossen sind aus 2019. Ja. Hainan Airlines auf der 7. Du merkst, ich drücke mich um die Antwort. Ja. Die First Class. Hainan Airlines ist 9. Ist 9, aber von 7 runtergefallen. Ach so, ja. Das meinte ich. Und Air France ist halt 23 hoch. Das kann ich jetzt alles nicht so verstehen. Die Lounge selber, die First Class Lounge, die ist geil. Klar, die First Class selber auch geil. Mit dem Service und so weiter kommt echt an Horn Circle ran. Aber grundsätzlich schwierig. Und da finde ich Hainan Airlines wesentlich nachvollziehbarer. Und ich gehe auch direkt auf den 8. Platz, weil da kribbelt es mir, wenn ich sehe, Qantas. Die sind doch gar nicht geflogen in 2019, ja, 2020. Wie kann das fucking sein, Alter? Das Land war dicht und die sind überhaupt gar nicht geflogen. Welche Passagiere haben die bitte befragt? Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt natürlich, bevor Lars das macht, da unten in die Kommentare schreiben, was ihr natürlich vom 10. Platz Air France haltet und natürlich auch vom 8. Platz Qantas, aber natürlich auch zur Hainan Airlines könnt ihr natürlich was sagen. Aber eine Fluggesellschaft, die praktisch in einem zuen, dichten Land war, finde ich auch etwas merkwürdig, muss ich sagen. Ja, was hältst du denn vom Platz 7? EVA Air, eine Luftfahrtgesellschaft, von der ich höre, dass die oftmals ja so ein bisschen unterbewertet ist, weil die eigentlich sehr, sehr gut sein sollen. Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, sie fliegen auch nicht nach Frankfurt. Ich glaube, nach Wien sind sie mal geflogen oder fliegen immer noch, ne? Und nach London.
Ja, so, ich finde Eva eher, die sind einfach irgendwie sympathisch. Also, die sind irgendwie so unprätentiös, auch mit diesem Hello Kitty. Man kann jetzt auf diesen Kitsch as Kitsch Can stehen, wie man will. Finde ich eher lustig als lästig. Ich meine, wenn ich auf so einem Hello Kitty Flug war, ist jetzt nicht so meine Altersgruppe, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wer Kinder hat, für den ist das interessant. Und deshalb, das geht ganz klar in Ordnung. Dann der nächste, das ist der sechste Platz, das ist Cathay Pacific. Die sind da auch kaum geflogen. Also, wie kann das sein? Ja, Verstehe ich nicht. bei Cathay Pacific, die sind ja immer Anwärter unter den Top Ten. Da habe ich insofern noch Verständnis für, dass die irgendwie ja immer vorne mit dabei waren. Aber ich gebe dir recht, die sind ja auch kaum irgendwie durch die Welt geflogen. Aber das macht dieses Ranking ja auch im wahrsten Sinne des Wortes interessant. Ja, aber die sind von 4, also runter auf 6. Ja. Japan Airlines von 5 auf 5 von 11. Emirates ist von 5 auf 4. Da Emirates Ja, verstehe ich ein bisschen, weil die sind ja auch viel geflogen und der Service da das ist stimmt. eigentlich, solange sie fliegen, ist schon okay, ne? Du bist ja Nur der Stammgast gewesen, gewesen. 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 Aber immer noch trotzdem Platinum, ich muss den Hinweis geben. Qatar Ja, Platinum, natürlich. Emirates Platinum, Etihad Platinum, Horn Circle. Finnair, Platinum, ach, so viele Ach Status, die ich Gott. gar nicht kenne. Was? Nur wer hat, der kann. Ne? So, also, Natürlich. ja, also Emirates ist, also wie gesagt, die sind relativ solide und Essen ist okay und alles. Also insofern gibt es gar nichts. ANA finde ich auch super auf Platz 3, die sind auf Platz 3 geblieben. Singapore Airlines Allein auf schon 2. Schon. wegen der super Business Class, ne? Das ist richtig. Das ist richtig. The Room. Hatten wir auch The eine Room, Ausgabe zu ja. gemacht, The Room. Und auch mit den The Flying Onu, also mit den Airbussen, auch eine coole Geschichte. Also insofern super, auch der Service tipptopp, da gibt es gar nichts. Singapore Airlines auch weniger geflogen, weil das Land zu war. Und Sie. da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, sehr gut, aber wie kann eine Fluggesellschaft, die wenig fliegt, so hoch kommen? Und den Gewinner, den kann Mario verkünden. Da, Ja. da, da, da. Drumroll. Darmroll, ja, wie sollte es anders sein? Auch eine Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten, nicht ganz unumstritten, Mittlerer Qatar Osten. Airways, Mittlerer Osten, stimmt, Mittlerer das ist schon Osten. Mittlerer, ja, das ist schon Mittlerer Osten, du hast vollkommen recht. Qatar Airways, die Fluggesellschaft, die Vereine dieser Welt unterstützen möchte, will, ist, Sechsmal. ja. Sechsmal haben die die Bude abgeräumt. Sechsmal. Sechsmal. Weil sie vielleicht auch viel Geld haben. Wahrscheinlich. Also das ist halt so etwas, was mir halt bei Skytrax immer wieder so negativ aufschlägt. Und man hat halt 13,42 Millionen Kunden Befragungen durchgeführt. Heißt also, 88% der Fragebögen wurden bis März 2020 ausgefüllt, was damit die Frage natürlich beantwortet, warum so viele die genannt haben, wo sie geflogen sind. Es standen 350 Fluggesellschaften zur Auswahl. Und da geht alles, also was die halt bewerten. Aber ich weiß es halt nicht, weil Qatar Airways schreibt ja auch: Why is number six so important to us today? Because we are proudly voted world's best airline for the sixth time, an achievement held by no other airline. Thank you for voting us your airline to rely on. Hashtag Qatar Airlines auf Qatar Airlines oder Airways, Entschuldigung, Qatar Airways Ja. Twitter. Leute, das ist ein bezahlter Titel. Das ist wie die WM in Katar, ist bezahlt. Sorry. Muss man so Ich sagen, denke also auch. das Produkt ist geil, da gibt es gar nicht die Q-Suite und alles, aber ja, schwierig, schwierig, schwierig. Und ich finde halt auch interessant, wenn man dann nochmal geht in das Thema Kabinenpersonal. Da gibt es ja ein anderes Ranking, ohne jetzt da komplett ins Detail einzugehen, aber da ist an Nummer 1 Singapore Airlines, an zweiter ist die Japan Airlines, die ANA. Also schon die ANA All Nippon Airlines, nicht German Airlines, und Thai Airways. Also da ist Qatar Ja. Airways an Platz 10. Und wenn man dann wieder in die Business Class geht, natürlich mit der Q-Seat sind sie an 1. Hatten wir die nicht Ja. auch an 1? Hatten Und wir auch, ja. Hatten wir The auch an Room ist eins. woanders. Der ist an 3.
Und wenn man dann auf Economy geht, ist Japan und Qatar, also Japan Airlines in dem Fall, und dann kommt da Singapore Airlines. Und ja. Da gibt es also wesentlichere Kategorien, wenn man da guckt, inwieweit diese Kategorien da alle gehen. World Most Improved Airline ist Saudi Arabia, Best Airline in Europe ist Air France, dann die Best Long-Haul, Low-Cost-Airline ist Scoot. Das waren die aus Scoot, Berlin nach Singapur geflogen sind, wo man nichts Eigenes zu essen mitnehmen durfte. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Und jetzt sagt ihr, normalerweise seid ihr doch immer mit der Lufthansa Group so befreundet und die kommen nicht. Ja, die kommen nicht, nee. Das ist ein Problem, weil wenn ich jetzt einfach mal gucke, und da gibt es ja so eine A-to-Z-Listing auf der Skytrax-Seite, und dann gucken wir einfach mal durch, ob es da zum Beispiel die Freunde von Austrian Airlines gibt. Hast du die Austrian Airlines gefunden da? Ja, die habe ich gefunden. Die sind auf Platz 27 und kommen von 15. Also ordentlich nach hinten gerutscht. Und die Freunde von Swiss, die ich ja eigentlich noch als besser empfinde als die Muttergesellschaft selber, die sind nur noch auf Platz 18, waren auf 13 und unsere bevorzugte Fluglinie, die Lufthansa, von Platz 9 auf Platz 13. Aber ist also die beste von allen aus der Gruppe. Ist die beste von allen noch, ja. Aber wir sind hinter British Airways und China Southern Airlines und einen vor Aeroflot. Also Aeroflot auf 14. Ja. Also ja, es ist halt tatsächlich die Frage. Deswegen nochmal, schreibt ihr bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, welche vielleicht eure Luftfahrtgesellschaft Nummer 1 ist und welche ihr überhaupt nicht in den Top 10 sehen würdet oder wo ihr zum Beispiel die Lufthansa und ihre Töchter sehen würdet. Wäre ja auch mal ganz interessant zu wissen. Ganz wichtig, vor allem die Austrian Airlines hat den COVID-19 Airline Excellency Award gewonnen, den eigentlich fast jede Fluggesellschaft gekriegt hat, nur davon ganz mal abgesehen. Dann, wenn man weitergeht in der Kategorie und schaut sich dann nochmal Lufthansa-Gruppe an, Brussels habe ich gar nicht gesehen, ne, British Butar, ne, Brussels ist gar nicht da. Dann hat Emirates zum Beispiel natürlich World's Best Airline In-Flight Entertainment, ist doch klar mit dem Eis, was ja ein Panasonic-System ist. Ja. Jetzt aber wieder zurück zur Lufthansa-Gruppe, dann die Lufthansa selber hat dann Best First Class Airline Lounge bekommen. FCT war ja geschlossen, aber das war bis 2020, wo man gefragt hat, hat Best First Class Onboard Catering, sollte man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Best First Class in Europe, wie können die Best First Class in Europe haben? Ich meine, Leute, ne? Also nur damit, ich schwenke mal die Kamera, nur damit er nicht denkt, der Lars dreht hier gerade durch, da siehst du es, Best First Class in Europe. Kann man das lesen, Mario? Also ich kann es nicht sehen, aber ich weiß nicht, mit welcher Kamera. Ich sehe dich ja frontal. Ach ja, stimmt. Ach so, du bist auf der hier. Ja, sorry. Ja, genau. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet es lesen. Jetzt habe ich die Kamera verschoben, scheiße. Aber egal, das ist live oder semi-live. Auf jeden Fall, also First Class in Europe. Und hat natürlich auch den COVID-19 Airline Excellency Award oder Excellence Award gewonnen. Und dann kommt die Swiss, die hat halt auch nur den COVID-19 Airline Award gewonnen. Also, ich werde das mal verlinken unten in den Shownotes, da kann Mario nochmal nachgucken. Also, daran seht ihr ja, was das für ein Quatsch ist eigentlich. Und deshalb ist es für uns wirklich wichtig, was denkt ihr, was ist für euch die beste Fluggesellschaft gewesen? Bedenkt dran, dass ihr vor Covid eher im Hinterkopf hat als während Covid, um das mit dem zu ranken. Also, da gehe ich Mario konform, schreibt es unten in die Shownotes rein, nachdem ihr uns nicht nur abonniert, die Glocke angemacht habt und den Beitrag geliked habt. Also immer kommentieren. Also ich bin eigentlich am Ende schon mit der heutigen Aussage, natürlich ich das wieder mit der First Class. Lars ist völlig am Ende. Lars ist völlig am Ende. Ja, aber es gab ja auch, wir haben ja auch manche schon mal kritisiert, weiß ich nicht, wenn dann bekannte Influencer auf YouTube mit der Lufthansa geflogen sind, Richtung Nahe und Mittlerer Osten und sich dann darüber beschwert haben, dass es das Essen nur verpackt gab.
obwohl das der Lufthansa gar nichts dafür konnte, weil die halt Vorschriften hatten, das auf diesem Weg so zu machen. Ich weiß nicht, ob da solche merkwürdigen Ergebnisse zustande kommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halte ich da manches auch für recht fragwürdig. Aber das Highlight ist tatsächlich die beste First Class Europas. Darüber sollten wir dann noch mal reden. Ja, da müssen wir drüber reden. Und ich hatte jetzt versucht, die Kamera wieder so ein bisschen ordentlich einzustellen, habe sie aber nur verrutscht. Insofern. Egal. Wir sind ja auch am Ende. Egal, um es mit dem Wendler zu halten. Egal. Und danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ich hoffe, dass ihr uns weiter gewogen bleibt beim Vielflieger Talk, dass ihr also quasi, ja, dem gepflegten Vielflieger Talk weiter folgt. Wir danken euch und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank und heute mal ohne Hall und Schall. Bis dann. Ciao. Echo.